heimkommen. Das Bett ist noch nicht verlästert. Da soll man bloß kommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das soll doch gleich der Blitz einschlagen zum Donnerwetter nochmal. Jawohl! Das schöne Wetter gehört ausgenutzt. Bevor er wieder wiederkommt. Schlaft der auf der Bank? Die sind ja ganz neue Mädel. Hast du keine? Ich bin bald aufgestanden zum Schoren. So. Und das Bett hast du wohl auch schon gemacht? Ja. Ich hab dir eine Freude zu machen, wenn er Gertrud. Du machst mir so eine Freude. Der Anzug hast du auch noch an. Wann bist du denn heimgekommen? Bald. Aber bald. Das ist schon eine Ewigkeit her. Ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Du bist mir vielleicht so ein Lugenbeutel. Da. Da hängt die Wäsche auf. Mir ist fei gar nicht gut, Gertrude. Das wär's mir auch nicht, wenn ich die ganze Nacht in der Wirtschaft umeinander guckt wär. Was heißt umeinander guckt? Eine Sitzung des Gemeinderats. Ach, bis heute Morgen. Ja, sowas zieht sich. Bis da allein die Tagesordnung durchgeschafft ist. Zwei Kerl werden dir durchgeschafft haben. Du bist ja jetzt noch besoffen. Besoffen? Ein bisschen später ist es worden. Aber der Dienst geht vor. Da. Da! Der Versauf, ein Verkauf von dem Seegrundstück der Drunde an diese Hotelgesellschaft. Das tätet mir den letzten Nerv. Deine Nerven werden einiges älter werden wie dein Leber. Ja, sag mal, Karli, wie siehst auch du aus? Warum? Hat der Kittel verrissen? Die Hose trägt. Wo hast du rumtrieben? Lokaltermin auf dem Campingplatz. Da muss ich noch gar nicht sein. So ist es. Bei den Negativen auf dem Campingplatz hast du rumtrieben. Als gewissenhafter Ortsvorstand, da muss ich die Moral des Dorfes wahren. Und im Hauptfalten, ne? Und dann lauft der gewissenhafte Ortsvorstand wie ein Drecksau durchs Dorf. Die sind ja ganz neue Mode. Wie der unliebere Zellschnur reinkagelt. Das kann passieren. Wenn du diese wilde Camper im Auge behalten willst, dann musst du auf der Hut sein. Da kannst du in der Gegend rumdrehen. Ja, was ist schon? Meine Krise ist dies feine. Ich glaube, du hast die wilde Kämpferin sehr genau in Augenschein genommen. Aber Gertrud, mit so kleinen Sachen spiel doch ich nicht mit. Sieht es also aus. Wie heißt sie? Wer heißt wir? Sag mir sofort, wie sie heißt. Kennst du nicht? So, du kenn ich nicht. Aber du kennst sie scheint's gut. Gertrud, ich schwör dir's. Ein Irrtum, ein Versehen. Da kann man sich doch gar nicht versehen, so wie du aussiehst. Da liegt der Herr Ortsvorstand die ganze Nacht mit dem
ein Dreierländerwies. Voll Teufel. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Brüdele. 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 Mein Schmetterling, ich schwör das, wenn ich die Zeltschnur gesehen hätte, ich wär auf die Seite gesprungen. Auf die Seite gesprungen? Ja. Jetzt gibt er's auch nicht zu. Und das nach 20 Ehen. Schwätzt doch von einer Zeltschnur. Ich beobachte schon lang, wie du den Jungen hinterher spickst. Und seit's den Campingplatz da unten am See gibt, mit den ganzen Nackedichen. Dieser Sodom und Gomorra. Böse drei. Du sollst dir was schämen. Und dazu noch als Ortsvorstand. Ja, ich weiß auch nicht, wie das in meine Hosentasche reingekommen ist. Schlampen. Das hat mir einer reingeschoben. Und das ausgerechnet, wo unser Bub heute in Sommerferien kommt. Mama hat er geschrieben aus dem Stift. Ich freue mich schon auf die Ferien bei euch zu Hause. Gruß und Kuss auch an Papa! Meine Idee ist nicht mehr, dass man dort reinsteckt. Mein Hans-Georg, der soll mal anders werden wie sein Vater. Der wird entweder Pfarrer oder Arzt, wie der Sauerbrink oder der Bruchmann. Und kein Zimmischling! Genau das, das sind die Schlimmsten. Schweig! Ich back jetzt meinem Hans-Georgli am Google-Hub. Ja. Mit sie beben. Den isst er so gern. Und du? Du hängst die Wäsche auf. Natürlich. Hans-Georgli. Bubele! Liegt ein Google-Lupf mit sie beben! Und der Altgott Schwarzbrot kann fressen!